Servus YouTube, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer weiteren Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Liverpool. Ja Leute, in der letzten Folge, für die unter euch Zuschauer da draußen, die es nicht gesehen haben, kann ich euch empfehlen, auf jeden Fall das Ganze nochmal nachzuholen. Beide Spiele gegen die Manchester-Vereine waren mehr als nur sehr stark. Also zuerst das Spiel in der Champions League gegen Manchester United, die wir ordentlich alleine schon im Hinspiel im Old Trafford abgefertigt haben. Ein ganz klarer 3:0-Sieg. Ohne wirkliche Chancen für die Gastgeber, für Manchester United, haben es uns dann, denke ich mal, einfach gemacht. Für das Rückspiel, welches jetzt hier gleich ansteht, an der Anfield Road, also einfach nur irgendwie halbwegs versuchen, dumme Fehler zu vermeiden und Manchester United einfach ein bisschen vom Tor weghalten. Das ist, denke ich mal, dann so die Devise über diese 90 Minuten hinweg im Rückspiel im Anfield. Ansonsten hatten wir aber auch noch das Spiel gegen Manchester City, welches ebenfalls sehr erfolgreich war. Ein 4:1-Sieg im Etihad oder in Anfield, ich bin mir nicht so ganz sicher, auf jeden Fall ein 4:1-Sieg. Spielt ja jetzt, denke ich mal, auch nicht so die größte Rolle, wo das Ganze stattgefunden hat. War, denke ich mal, eine sehr eindrucksvolle Leistung von der B11. Also man merkt schon, wir haben unglaubliche Qualität in der Mannschaft mit Torres, Ibe, Ings oder Origi, die alle B11-Spieler sind. Obwohl von der Qualität her eigentlich diese Mannschaft, denke ich mal, schon ein sehr guter Verein in der Premier League wäre mit der Formation. Hat es auf jeden Fall funktioniert gegen Manchester City und ich kann ihn einfach nur weiterhin loben. Was Jordan Ibe momentan leistet, ist mehr als nur krass. Man sieht auch schon, ich hatte ihn auf der Leihliste also gar nicht wirklich gerechnet damit, dass Jordan Ibe wirklich so eine rasante Entwicklung hinlegt. Also das ist auf jeden Fall mehr als nur überraschend. 12 Tore und 3 Vorlagen in 29 Spielen ist, denke ich mal, eine sehr beachtliche Quote für den jungen 21-Jährigen, vielleicht bald englischen Nationalspieler. Werden wir dann mal sehen, wie das mit der Entwicklung weiterläuft. Beim jungen Engländer, bei Jordan Ibe, vielleicht wird das Ganze so enden wie Raheem Sterling und er wird wechseln. Aber das Ganze hoffen wir natürlich nicht hier beim FC Liverpool. Wenn euch die heutige Episode gefällt, nicht vergessen, lasst den Daumen nach oben da. Die Karriere geht jetzt vielleicht noch 2-3 Episoden. Wir haben noch das FA Cup Finale, das quasi Liga-Finale gegen den FC Arsenal. Und wenn wir es weiter schaffen sollten, was, denke ich mal, sehr wahrscheinlich ist, dann noch das Champions-League-Finale. Also das sind die drei nächsten Folgen. Stellt euch da auf jeden Fall ein. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel im Anfield. Und los geht's. Die Frage am heutigen Abend war, was Manchester United noch irgendwie in der Trickkiste parat hatte, um den FC Liverpool hier im eigenen Hause an der Anfield Road irgendwie noch zu schlagen, um in das Champions League Finale einzuziehen. Das war die große Frage des heutigen Abends nach diesem Debakel mit dem 3:0 für den FC Liverpool aus Sicht der Reds im Old Trafford. Denke ich mal, wird es sehr schwer werden, ne, für Manchester United hier im Anfield überhaupt ein Tor zu erzielen. Natürlich mit dem Mann hier, Jordan Ibe, momentan in unglaublich bestechender Form mit 2 Toren gegen den Stadtrivalen, gegen Manchester City. Wir schauen auf die Formation der Gastgeber. Mit Horn, Manolas, Varane, Marquinhos, Carvalho, Reus, Roberto Firmino, Promes, gerade eben erwähnt Jordan Ibe, Christian Mateke und Felipe Coutinho. Also Liverpool hier im Anfield natürlich eine absolute Macht, deswegen wird es eben sehr schwer werden für Manchester United, die mit folgender Formation angetreten waren: mit De Gea, Rojo, Blacke, Damian Shaw, Schneiderlin, Schweinsteiger, Mata, Paul Depay und Anthony Martial. Vorne im Sturm, also das Ganze könnte heute auf jeden Fall eine sehr interessante Angelegenheit werden im verregneten Norden Englands zwischen diesen beiden Giganten des Norden Englands, Manchester United und der FC Liverpool, mit 2 deutschen Nationalspielern in den Startausstellungen, mit Marco Reus und Bastian Schweinsteiger, eben die 2 deutschen Nationalspieler. Auf beiden Seiten Marco Reus, den wir hier im Bild sehen, am Anfang der Saison gekommen von Borussia Dortmund und hat, denke ich mal, alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Los geht es jetzt auf jeden Fall mit diesem Halbfinal-Rückspiel. Mal schauen, was Manchester United eben noch in der Trickkiste parat hat, um hier Liverpool in der eigenen Anfield Road zu besiegen. Ein 3:0 muss mindestens her, um es in die Verlängerung zu schaffen. Also mal schauen, wie das Ganze hier ausgehen wird. Gegen Varane und der Pass für Memphis Depay war alles andere als präzise. Also Manchester United muss auf jeden Fall Druck ausüben. Auf Liverpool muss Liverpool zu Fehler zwingen, wie hier der Fehlpass auf Roberto Firmino. Aber sowas passiert Liverpool ja eigentlich nicht oft, auch wenn sie unter Druck geraten. Jetzt aber Schweinsteiger! 1:0 in der 8. Minute.
Bastian Schweinsteiger mit dem 1:0, der Kapitän der Red Devils mit der Führung. Das ist auf jeden Fall sehr plötzlich. Noch im Hinspiel zuvor war man sehr chancenlos im Vergleich jetzt hier zum Rückspiel. Timo Horn geschlagen, Raphael Varane schläft da ein bisschen, beziehungsweise Marquinhos war es in der Situation. Nee, Varane doch, Versprecher, Verbrecher. Also Varane in der Situation, Marquinhos steht da auch nicht unbedingt bei irgendeinem Gegenspieler. Also beide Innenverteidiger in der Situation haben da ein bisschen geschlafen und Schweinsteiger erzielt das 1:0 in der 9. Minute. Also da ist, denke ich mal, noch einiges an Hoffnung bei den Manchester United Fans. Marco Reus, Roberto Firmino schickt Jordan Ibe und das ist ein bisschen zu viel Platz. Das ist zu viel Platz für Jordan Ibe und er lässt die Chance liegen. David De Gea hält hier noch seine Red Devils im Spiel. Jordan Ibe hier mit sehr viel Freiraum. Da hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Den Spanier ausgucken können und dann den Ball ins Tor reinplatzieren. Aber in der Situation muss man noch sagen, ganz starke Parade vom Spanier von David De Gea. Und Roberto Firmino mit dem Schuss, Memphis Depay macht das Ganze hier sehr stark in der Defensive, aber klärt den Ball dann vielleicht etwas ungünstig. Für die Red Devils, für Manchester United, Liverpool wieder im Ballbesitz. Ganz stark gepresst hier von Felipe Coutinho. Aber der Ball für Jordan Ibe war hier in der Situation vielleicht ein bisschen unpassend. Aber Manchester United wird hier immer früh unter Druck gesetzt vom FC Liverpool. Das ist ja, wie gesagt, bekannter Spiel von Liverpool mit frühem Pressing und dass jeder Mann da wirklich drauf geht. Aber so macht man halt eben auch wirklich den guten Druck. Aber jetzt kommt Martial da gut durch. Marquinhos, nee, Varane ist es hier in der Situation, läuft gut mit. Und Coutinho wird hier ganz klar von den Beinen geholt. Und das gibt, denke ich mal, die gelbe Karte hier vom Unparteiischen, ne? Für wen ist nur die Frage? Das ist Matteo Damian in dieser Situation. Auch das klare Foul nimmt er natürlich in Kauf, aber verhindert immerhin den Konter hier für die Red Devils. Und das war jetzt nicht gut gemacht von Manolas. Und der erste Wechsel auf Seiten der Gastgeber, Jordan Henderson, kommt für Jordan Ibe in das Spiel hinein. Ibe ja unglaublich viel Spielminuten bekommen in den letzten Partien gegen sehr große Namen. Deswegen natürlich auch, was die Fitness angeht, nicht mehr bei 100%. Dafür Jordan Henderson jetzt ins rechte Mittelfeld hinein und Promes auf den rechten Flügel. Das heißt, dass wir mit Henderson nochmal ein bisschen Defensive hier bei den Reds in das Spiel hineinbekommen. Soll natürlich hier ein bisschen auch mit nach hinten agieren, um zu verhindern, dass es hier zum 2:0 kommt. Für Manchester United auf jeden Fall. Auf geht's in die zweite Halbzeit hier beim Spiel zwischen den Giganten aus dem Norden Englands, zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Gutes Pressing nach vorne, gewinnt das Kopfballduell gegen Marcus Rojo, aber Schweinsteiger ist zur Stelle. Übernimmt einiges an Verantwortung hier bei Manchester United, die sich ja manchmal wie ein absoluter Hühnerhaufen benehmen. Also manchmal ist das alles andere als irgendwie schön sich anzuschauen bei Manchester United. Aber Schweinsteiger versucht das Ganze interessant zu gestalten. Memphis Depay, Martial, Timo Horn, ganz stark gemacht hier vom deutschen Keeper. Timo Horn, unglaublich stark. Die Zukunft der deutschen Keeper liegt in seinen Händen. Und nochmal der Schuss hier von Anthony Martial. Aber das war sehr stark gemacht. Ohne Foul nimmt er da Martial den Ball ab und kann somit eine unglaublich gefährliche Chance verhindern. Herrera ins Spiel hinein für Nick Powell. Schöner Pass hier für Felipe Coutinho. Der für Varane, der sieht Christian Benteke, De Gea. Nächste ganz starke Parade. Ganz stark gemacht von Quincy Promes. Ganz stark gemacht. Und jetzt macht er ihn vielleicht rein. Blackhead kann den Ball hier nochmal ganz gut klären. Und jetzt kommen auch die nächsten zwei Wechsel auf Seiten der Gastgeber. Mit Oliver Torres und Juri Tielemans nochmal ein bisschen Offensivpower ins Spiel hinein. Aber das war nicht gut gemacht vom Vizekapitän, mittlerweile nur noch von Jordan Henderson. Juri Tielemans im Laufduell gegen Martial und macht es ganz stark. Und jetzt gibt es tatsächlich nochmal den Freistoß, verursacht durch Juri Tielemans. Memphis Depay 2:0. Manchester United hat jetzt noch 10 Minuten Zeit, um hier im Anfield das 3:0 zu erzielen für die Verlängerung. Und Memphis Depay per Freistoß erzielt er hier das 2:0 im Anfield. Und das gibt es doch gar nicht. Liverpool arbeitet, wie gesagt, an einem Tor und De Gea macht das Ganze ein bisschen nichtig. Und jetzt kommt das 2:0. Also Liverpool muss jetzt alle Mannschaft nach sehr aufpassen. Aufpassen, das kombinieren sie wieder stark. Daley Blind übers Tor. Eieieiei, das gibt's nicht. Horn, Horn mit dem Fehler. Manolas, Mata, Varane. Das ist kein Elfmeter.
Liverpool ist mächtig unter Druck und kann das Ganze hier noch ganz knapp verhindern. Aber jetzt Jordan Henderson, der Ball für Benteke, der ist sehr gut im Laufduell gegen Damian, kann er sich nicht durchsetzen. Und De Gea jetzt auch nochmal auf den letzten Drücker hier. Schneiderlor wird angegangen von 2-3 Mann und jetzt hier vielleicht das entscheidende Tackling. Juri Tielemans kann sich nicht durchsetzen. Marquinhos einfach nur raus damit, einfach nur jetzt ein bisschen mehr auf Zeit spielen und das ist auch nicht schlecht gespielt. Hier Olivier Torres spielt den Ball im richtigen Moment und Benteke mit dem Anschlusstor und das soll es jetzt gewesen sein. Christian Benteke mit dem 2-1 im Anfield und das sollte reichen. Also außer Manchester United macht jetzt sowas wie damals im Champions League Finale gegen den FC Bayern, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Benteke kann endlich David De Gea überwinden und in der 90. Minute in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstor hier im Anfield mit dem 2-1 und das Spiel ist abgepfiffen. Also Manchester United hat es auf jeden Fall nochmal sehr spannend gemacht durch Tore von Bastian Schweinsteiger und Memphis Depay, aber am Ende sind die Reds siegreich hier in Anfield Road mit dem 2-1 zwar verloren das Ganze, aber man ist weitergekommen und das ist die Hauptsache, damit der Traum vom Triple eigentlich so gut wie sicher da. Also man hat auf jeden Fall den Traum vom Triple, man ist im FA Cup Finale, man hat die Liga so gut wie gewonnen und jetzt auch im Champions League Finale. Was eine unglaubliche Nacht hier im Anfield für den FC Liverpool, im verringerten Liverpool hier. Die 2-1 Niederlage zwar gegen Manchester United, gegen den großen Rivalen, aber die Hauptsache ist, man ist weitergekommen. So, wir haben ein Spiel weniger als der FC Chelsea, stehen momentan 5 Punkte vor den Blues in der Tabelle in der Barclays Premier League. Aber ich denke mal, trotz alledem werden wir auf jeden Fall mit Rotation in diese nächsten zwei Spiele reingehen. Gegen Crystal Palace jetzt hier einmal in der Simulation und gegen Swansea City und tatsächlich das 1-0 durch Flanagan. Origi erhöht auf 2-0 und das Ganze bleibt auch bei diesem 2-0. Kann man, denke ich mal, leben mit. Ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis hier für uns in der Tabelle. Ich glaube, damit sind wir von 5 auf 8 Punkte wieder hoch. Also auf jeden Fall ein starkes Ergebnis. Emre Can auf eine 81 hoch. Also die hat er sich, denke ich mal, reglich verdient. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden hier mit diesem Karrieremodus, mit dem FC Liverpool. Ist der erste Karrieremodus hier in FIFA 16 auf dem Kanal gewesen. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein legendärer Karrieremodus sein. Einfach von der Qualität, von den Spielen her und so weiter, finde ich das Ganze auf jeden Fall mega krass gelungen. Also ich muss mir da ehrlich mal Selbstlob geben, auch wenn es heißt, Eigenlob stinkt ja bekanntlich. Aber trotz alledem muss ich sagen, dass das Ganze bisher so mein geglücktester Karrieremodus ist. Einfach von der Mannschaft, von dem Erfolg her und so weiter, denke ich mal, ist das so die Karriere auf dem Kanal, die mir am geglücktesten ist. Aber da wird natürlich, wie gesagt, noch einiges folgen, deswegen bleibt da auf jeden Fall wachsam in der nächsten Zeit, hier nach der Liverpool-Karriere vor allem. Wird es natürlich eine neue Karriere geben in der Liga BBVA. Die meisten Leute waren da schon richtig, was es geben wird für einen Verein, aber ich werde das Ganze nicht spoilern für die Leute, die da vielleicht noch keine richtige Ahnung von haben. Aber ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, welchen Karrieremodus auf dem Kanal jetzt vor allem für die Zuschauer, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, ist für euch so der absolute Lieblingskarrieremodus gewesen. Könnt mir das Ganze gerne reinschreiben, vom ersten Man United Karrieremodus bis eben hier zum FIFA 16 Man United Karrieremodus. Da haben wir einige Karrieren dazwischen. Also das Ganze könnt ihr mir wirklich sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. So, Rossiter kriegt auch nochmal ein bisschen Einsatzzeit hier am vorletzten Spieltag. Ansonsten Ross Barkley, ja komm, der kann, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen Einsatzzeit bekommen hier. Hat ja nicht unbedingt die größte Rolle gespielt hier bei Liverpool. Ilori hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen beim Spiel gegen Manchester City. Kriegt auch nochmal seine Einsatzzeit hier. Für den vorletzten Spieltag heim an der Anfield Road gegen Swansea City wird es rangehen. Also wie gesagt, würde mich auf jeden Fall gerne interessieren, was euer Lieblingskarrieremodus war hier auf dem Kanal. Also man merkt schon, ich bin ein bisschen aus dem Kommentierflow raus, das Ganze kann daran liegen, dass es heute Montag ist und Montag, wie bekanntlich, ist ja nicht unbedingt der absolut geliebteste Tag. Montero einfach mal mit dem Doppelpack hier. Also bisher sieht es nicht unbedingt so gut aus, als würden wir hier überhaupt einen Unentschieden mitnehmen können. Montero mit dem 3-0, was geht hier ab? Hattrick Montero, alter Schwede. Ganz schön krass und wir liegen hier tatsächlich mit 3-0 hinten und verlieren das Ganze auch mit 3-0.
Also das ist auf jeden Fall sehr krass, aber ich denke mal auch durch diese Niederlage sind wir trotz alledem mit einem sehr komfortablen Vorsprung da, ganz oben in der Barclays Premier League. Ich denke mal, wenn ihr mehr Spannung sehen wollt in der Tabelle, dann könnt ihr auf jeden Fall noch in der Manchester United Karriere vorbeischauen. Kleine Werbung hier am Rande, also ich denke mal, die Man United Karriere ist deutlich spannender, was die ja momentane Tabellensituation betrifft. Aber da sind wir auch momentan natürlich noch am Aufbauen der Mannschaft. Und da würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß dann auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, das war es auf jeden Fall für die heutige Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Liverpool. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, nicht vergessen, lasst den Daumen nach oben da. Wirklich eine großartige Unterstützung für mich. Und für euch wirklich nur ein ganz kleiner Klick. In der nächsten Folge geht es dann zum ersten Finale, das FA Cup Finale gegen die Tottenham Hotspurs. In der nächsten Folge dann, ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall noch bei am heutigen Tag und verabschiede mich. Bis dann, haut rein und ciao.